Ich darf damit den Tagesordnungspunkt 2 aufrufen, Bericht des Oberbürgermeisters und, ich hatte es ja gesagt, mit der Einbringung des Haushaltsentwurfs. So, bevor ich zum Haushaltsplanentwurf und zur Einbringung komme, vielleicht noch eine ganz kurze Rückblende. Das ist ja Bericht des Oberbürgermeisters. Und gerade die auch mitreisenden beiden Stadträte hatten mich gebeten, dass ich selbst übernehme. Wir waren vergangene Woche in einer kleinen Delegation in Columbus gewesen, unsere Partnerstadt, anlässlich des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mitreisend. Frau Dr. Vogel und Herr Blödner aus Ihrem Kreis im Wes und dann zwei Amtsleiter, die noch mit dabei gewesen sind. Im Wesentlichen stand im Mittelpunkt unserer Gespräche, dass bei Columbus, muss man richtigerweise sagen, gerade auch die Entscheidung getroffen worden ist, dass sich Intel ansiedelt und nahtlos hat uns in Columbus abgelöst. Präsident der Vereinigten Staaten, nämlich Joe Biden, nämlich zur Grundsteinlegung dann des Werkes für Intel. Und deswegen war das ein großes Thema in unseren Gesprächen gewesen, wo es sich um die entsprechende Fachkräfteversorgung, die Infrastruktur, Voraussetzungen und eben auch die Festlegung gab, dass wir eine gemeinschaftliche Zuliefererkonferenz machen wollen für dann das zukünftige Werk. Atmosphärisch, glaube ich, können wir alle miteinander feststellen, war das ausgesprochen positiv zu bewerten. Sowohl der Oberbürgermeister, Herr Ginter, hat sich viel Zeit für uns genommen und die uns im Jahre 2020 zu unseren 75-jährigen Feierlichkeiten der Zerstörung, des Gedenkens der Zerstörung Dresdens, die hier in Dresden zu Gast waren, haben uns sehr zuvorkommt und engagiert, mit viel zeitlichen Aufwand entsprechend begleitet. Und ich glaube auch, dass wir da wirklich große Promotoren haben, die Stadtratsarbeit, die Austauscharbeit beider Städte unterstützen. Vielleicht nur für Sie so eine kleine Einordnung. Wenn da zwei Stadträte da waren, ist das ein bisschen noch anders zu werden, als wenn von uns zwei Stadträte unterwegs sind, denn Columbus ist ungefähr anderthalbmal so groß wie Dresden. Wir haben 70 Stadträte, Columbus hat 7. Das nur so ein anderes System kann man sagen, aber es sind die direkt gewählten Stadtratsvertreter dort vertreten die Bürgerschaft. Also, insoweit ist das dann schon auch mal auch interessant, in das Gespräch einzutreten. Und das haben wir sehr ausführlich gemacht, eben schon über gesellschaftliche Fragen, die uns alle miteinander beschäftigen, von Migrationsbewegungen, von dem Umgang mit dem Thema Flucht, mit dem Thema Integration, mit den Herausforderungen, die in der Infrastrukturerstellung notwendig sind und viele, viele Themen mehr. Das war spannend. Für den Austausch beider Städte stehen natürlich weiterhin im Mittelpunkt die Themen Kunst, Kulturaustausch. Also im Moment läuft ja dort gerade eine Raphael-Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlung oder in Kooperation mit der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Jugendaustausch, wo wir auch das College besucht haben, wo es schon da vor der Pandemie Austauschprogramme gab, um die wieder anzuschieben mit dem BSZ Elektrotechnik in Dresden und dann das Thema Sport, wo es seit Jahren auch einen gelebten Austausch gerade bei den Marathonveranstaltungen beider Städte gibt. Und wir bauen dabei auch auf ein großes geschichtliches, man würde sagen jetzt im Englischen Heritage, also ein Drittel der Bürgerschaft Columbus ungefähr vor 100 Jahren waren deutschstämmig gewesen und insoweit ist da natürlich auch eine viele Leute, die eine Vergangenheit von der Familientradition in Deutschland zu finden haben und insoweit erstmal, dass man da auf offene
Ohren stößt. Und an diesen Themen wollen wir anknüpfen. Ein Gegenbesuch des Oberbürgermeisters ist in Dresden zugesagt und wir freuen uns darauf, dann an den Punkten fortzuarbeiten, die wir besprochen haben, um das mal sehr knapp zu halten, jetzt hier für den heutigen Bericht. Ich möchte jetzt zum Hauptthema kommen, nämlich der Einbringung der Haushaltssatzung. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Gäste und Zuschauer am Livestream, meine Damen und Herren. Mit dem heutigen Tag übergeben wir dem Gremium des Stadtrates und natürlich auch der Öffentlichkeit den Haushaltsentwurf für die Jahre 2023 und 2024 sowie eine mittelfristige Finanzplanung bis 2027. Dies ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Haushalt. Mit einem Ausgabevolumen von 2,5 Milliarden Euro in 2023 und knapp 2,1 Milliarden Euro in 2024 ist es ein Rekordetat, mit dem die Landeshauptstadt planen kann. Es ist aber auch eine Finanzplanung, die wahrscheinlich noch nie solchen wirtschaftlichen Unsicherheiten ausgesetzt war wie in den kommenden Monaten. Ich will ganz bewusst mit den positiven Aspekten beginnen. Dieser Rekordetat ist möglich, weil sich Dresden wirtschaftlich hervorragend entwickelt und wir sehr robust durch die Corona-Krise gesteuert sind. Auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai rechnen wir mit Gewerbesteuereinnahmen von über 369 Millionen Euro in 2023 und fast 400 Millionen Euro in 2024. Hinzu kommen jährlich rund 220 Millionen Euro aus der Einkommensteuer. Ohne starke Betriebe im Mittelstand und potente Großunternehmen wären solche Ergebnisse undenkbar. Aber natürlich ist bei diesen Zahlen Vorsicht geboten. Ich werde später noch darauf eingehen. Ein wesentlich positiver Faktor ist zudem, dass die Stadt Dresden in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet hat. Das Festhalten am Neuverschuldungsverbot verschafft uns Spielräume, die in anderen Kommunen nur mittels neuer Kredite erreicht werden können. Auf der Habenseite stehen ebenfalls über 600 Millionen Euro an Schlüsselzuweisung für die jeweils kommenden beiden Jahre. Unsere Planung kommt auch für die Zeit bis 2027 ohne neue Kredite aus. Auch halten wir daran fest, keine Mehreinnahmen bei der Grundsteuerreform zu erzielen. In 2023 und 2024 werden insgesamt 396 Millionen Euro bzw. 354 Millionen Euro investiert. Im Zeitraum bis 2027 sind das dann kumuliert fast 1,4 Milliarden Euro. Und ich will betonen, das ist nur Geld, was wir auch einnehmen. Keine Kredite, keine Schulden. Mit diesen Investitionssummen werden wir unserer Verantwortung als öffentlicher Auftraggeber gerecht und werden unseren Teil dazu beitragen, dass Unternehmen in unserer Region auch Aufträge erhalten. Dies alles sind auf den ersten Blick positive Signale in einer stürmischen Zeit. Sehr geehrte Damen und Herren, Fakt ist aber auch, dass wir mit der Erstellung dieses Entwurfs im Frühjahr begonnen haben. Alle Annahmen, auf denen die Zahlen beruhen, sind mindestens 3 Monate alt. In den vergangenen Wochen hat sich die Situation deutlich verschärft. Die extreme Preisentwicklung auf dem Energiemarkt und die damit verbundene Angst vor Versorgungsengpässen trifft nicht nur den städtischen Haushalt und unsere Gesellschaften, sondern auch den gesamten wirtschaftlichen Sektor vom Einzelhändler über Gewerbetreibende, Handwerker bis zum Hightech-Industrie und natürlich den Bürger selbst. Das IFO-Institut rechnet aktuell mit einem deutlichen Abschwung der Konjunktur und einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. Viele Klein- und Mittelständler werden durch die Energiekosten gezwungen sein, ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stellen. Die Gefahr ist, dass wir, anders als in der Pandemie, tatsächlich zahlreiche Insolvenzen und Geschäftsaufgaben erleben werden. Dies würde nicht nur unsere Steuereinnahmen senken, sondern auch die Sozialleistungen steigern lassen müssen. Daher wird es auch darauf ankommen, welche Prognosen uns aus dem Bundesarbeitskreis der Steuerschätzer im November erreichen werden und welche Auswirkungen diese Annahmen der Experten auf unseren bisherigen Haushaltsplanung haben werden. Wie schnell sich die Belastung für den Haushalt im Augenblick verändern,
will ich nur an einem Beispiel festmachen, nämlich der Umlage für den Kommunalen Sozialverband. Rund 243 Millionen Euro haben wir für 2023 und 2024 im Haushalt veranschlagt. Eine wahnsinnig hohe Summe dafür. Das sind schon jetzt knapp 40 Millionen Euro mehr, als wir im aktuellen Haushalt haben. Vor wenigen Tagen teilt der KSV mit, dass dieser Betrag noch einmal um rund 20 Millionen Euro für die Stadt Dresden in den kommenden 2 Jahren steigen wird. Nur um eingeführt zu bekommen, mit welchen Herausforderungen wir uns in der Haushaltsplanung auseinandersetzen müssen. Gelder, die wir natürlich bisher im Haushaltsentwurf nicht berücksichtigen konnten. Angesichts solcher Veränderungen warne ich nicht nur für überzogenen politischen Nachforderungen. Es ist auch durchaus möglich, dass wir nach der Steuerschätzung im November große Teile des Entwurfs mit Ihnen gemeinsam überarbeiten müssen. Gleichzeitig sorgt die Inflation für enorme Preissteigerungen, die sich ebenfalls negativ auf unsere finanzielle Situation auswirken werden. Hier rechnet das IFO-Institut aktuell mit über 9% Anstieg der Verbraucherpreise im kommenden Jahr. Dies wird sich gleichzeitig auch auf die Baupreise auswirken. Wir werden permanent beobachten müssen, welche Investitionsprojekte wir tatsächlich beginnen können und welche Auswirkungen dies auf unser Budget hat. Aber die Wahrheit ist, tatsächlich ist es kaum möglich, alle Szenarien, die im Augenblick von den Regierenden und den Finanzexperten diskutiert werden, in einem städtischen Haushalt darzustellen. Natürlich wird das Entlastungspaket der Bundesregierung hoffentlich einen Teil der Belastung für die Bürgerinnen und Bürger erträglicher machen. Aber für die Kommunen wird zum Beispiel die angekündigte Novellierung des Wohngeldes auch wieder zu mehr Belastungen führen. Meine Damen und Herren, umso wichtiger ist, dass wir für die städtische Finanzplanung eine gemeinsame Prioritätensetzung hier im Rat beschließen. Denn nur mit einem klaren politischen Agenda wird es möglich sein, auch bei stürmischer See das Ziel für unsere Stadt nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich bin den haushaltstragenden Fraktionen des aktuellen Haushalts dankbar, dass wir uns in den vergangenen Wochen gemeinsam auf den Weg gemacht haben, diese Prioritäten fraktionsübergreifend zu formulieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit einem solchen Papier eine bessere und für die Bürgerschaft verlässlichere Politik gestalten können. Gestatten Sie mir kurz, auf die Prioritäten im Entwurf einzugehen, die diesen Haushaltsentwurf zugrunde liegen. Mit dem Doppelhaushalt 2015-16 hat die übergroße Mehrheit des Stadtrates erstmals sich zu einer umfassenden Sanierungs- und Neubaustrategie im Bildungsbereich entschieden. Diese Prioritätensetzung für eine exzellente Bildung in Dresden wurde seitdem konsequent fortgeführt und fast 1 Milliarde Euro in die Infrastruktur von Schulen und Kitas investiert. Mein Ziel ist es weiterhin, jährlich mindestens 100 Millionen Euro in den Schulhausbau zu investieren. Im Haushaltsentwurf für 2023-2024 schlagen wir dem Stadtrat deshalb vor, 127 Millionen Euro in 2023 und 112 Millionen Euro in 2024 einzustellen. Daneben soll die Sozialarbeit an Schulen weiter ausgebaut und die Dresdner Bildungsstrategie fortgeführt werden. Eine lebendige und aktive Bürgerschaft ist das Fundament, auf dem wir stehen. Schon heute engagieren sich Zehntausende Dresdnerinnen und Dresdner in Vereinen, Initiativen sowie im Stadtteil oder der Nachbarschaft. Dieses Engagement gilt es weiterhin effektiv zu fördern und zu entwickeln. Ich werde dem Stadtrat vorschlagen, die Investitionsmittel für die Förderung des Vereinssports um 2 Millionen pro Jahr zu erhöhen. Gleichzeitig werden wir den Ausbau von Kultur- und Nachbarschaftszentren vorantreiben. Dazu gehört beispielsweise das Stadtteilhaus Johannstadt. Die selbstständige Förderung in den Stadtbezirken und Ortschaften ist ein gelebtes Erfolgsmodell und wir halten weiterhin daran fest. Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels bei gleichzeitig globalen Krisen wie dem Ukraine-Krieg gehören Klimagerechtigkeit und Energiesicherheit zu den Schwerpunkten der politischen Handlungsfelder im Haushalt. Neben dem aktuellen Energiesparkonzept haben wir einem Energiesicherungskonzept Vorsorge getroffen. Damit wollen wir mittelfristig unabhängiger von Gasimporten werden und gleichzeitig den Energieverbrauch senken. Nicht zuletzt, den fortschreitenden Klimawandel zwingt uns hier
zu handeln. Im Haushaltsentwurf haben wir 13 Millionen für die dafür notwendigen Investitionen eingeordnet und hoffe auf Ihre Zustimmung. Um den CO2-Ausstoß im Straßenverkehr zu minimieren, wollen wir in den kommenden Jahren ein neues Verkehrsmanagementsystem einführen. Auch dies haben wir im Haushaltsentwurf verankert. Ein besonderes Anliegen ist auch der Ausbau der Radvorrangrouten, der Radschnellwege in Dresden, die es schnell umzusetzen gilt. Ein bestimmendes Thema der kommenden Wochen, Monate und Jahre wird die Frage sein, wie es uns gelingt, den öffentlichen Nahverkehr so zu finanzieren, dass er leistungsstark und attraktiv bleibt, ohne gleichzeitig jeden Finanzierungsrahmen zu sprengen. Die Sachsenenergie im TWD-Konzern stellt dieser Tage unter Beweis, dass sie für den Moment besser durch die Krise kommt als viele andere Stadtwerke. Ein Seitenblick auf Leipzig reicht aus, um diese Aussage zu untermauern. Doch die Querfinanzierung der DVB ist ausgereizt. Und so stellt sich die Frage, woher soll das Geld kommen? Darüber müssen wir sprechen, nicht nur im Stadtrat, sondern auch mit Bund und Ländern. Ohne ein Unterstützungsengagement für die kommunalen Verkehrsbetriebe wird der heutige Standort nicht annähernd zu halten sein. Und da reden wir noch nicht in Ansätzen über 69, 49 oder 9-Euro-Tickets. Hier zähle ich auf Ihre Unterstützung in den Gremien und Parteien, denen Sie als Dresdner Stadträte angehören. Dresden muss als Wohnort attraktiv und lebendig bleiben. Der Stadtrat hat uns bereits beauftragt, die Gespräche mit der Vonovia über den Ankauf von Wohnungen fortzuführen. Mein Ziel ist es, dass die kommunale Wohnungsgesellschaft WED 5.000 Wohnungen bis 2029 und insgesamt dann 10.000 bis 2036 in ihrem Bestand hat. Auch dies bildet sich in der mittelfristigen Planung ab. Um die Lebensverhältnisse in den Stadtteilen anzugleichen, haben wir in der Verwaltung im vergangenen Jahr das Pilotprojekt Masterplan Prolis ins Leben gerufen. Wir werden dieses Projekt konsequent fortführen. Die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, welchen Stellenwert eine innovative Gesundheitsregion, ein hoher medizinischer Standort und ein leistungsfähiger öffentlicher Gesundheitsdienst hat. Bis 2027 haben wir für die Umsetzung der Zukunftsstrategie des städtischen Klinikums rund 66 Millionen Euro an Eigenmitteln eingestellt und damit ein Gesamtvolumen, was wir bewegen können, von über 200 Millionen Euro für die Investitionen in unser eigenes Klinikum. Wir werden zudem weitere Stellen im ÖGD schaffen und ebenso den Brand- und Katastrophenschutz ausbauen. Meine Damen und Herren, wir können nur das Geld ausgeben, was wir vorher einnehmen. Alleine deshalb dürfen wir die wachstumsstarke Wirtschaft von morgen und übermorgen nicht aus dem Blick verlieren. Für die Gewerbeflächenentwicklung haben wir in den kommenden 5 Jahren rund 40 Millionen Euro veranschlagt. Die Absicherung des wirtschaftlich starken Dresdner Nordraums mit der Infrastruktur für Wasser und Abwasser wird weitere 25 Millionen Euro erfordern. Aber auch die Innovationsförderung und der Tourismus sind in diesem Haushaltsentwurf berücksichtigt. Die Wirtschaft der Zukunft braucht zwangsläufig eine digitale und ermöglichende Verwaltung. Doch dieser Schritt in die Zukunft wird nicht zum Nulltarif zu haben sein. Für die Digitalisierung unserer Vergabeverfahren und Fachverfahren, die Smart City-Projekte und den Breitbandausbau in der Stadt planen wir mit großen zweistelligen Millionenbeträgen. Und auch die Unterbringung der Verwaltung wird uns weiter beschäftigen, nicht nur am Ferdinandplatz, sondern auch darüber hinaus. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, dies sind selbstverständlich nur Schlaglichter auf einer 2100 Seiten umfassenden Werk, welches Ihnen jetzt vorliegt. Selbstverständlich ist einiges an Zahlen und Projekten sicherlich erklärungsbedürftig und manches auch strittig. Tatsache ist aber, dass dieser Haushalt auch ein Ausdruck der Stärke unserer Stadt ist, ein Beweis für unsere Handlungsfähigkeit. Diese Stärke zum Wohle aller Menschen in dieser Stadt zu erhalten, sollte für uns alle handlungsleitend sein. Dies bedeutet auch, dass wir in diesem Plan umsteuern, wenn es erforderlich ist. Ich persönlich
weil die wenig davon, mit Blick auf die Energiegröße und die Inflation in Panik zu geraten oder in Panik zu versetzen. Entscheidend ist, wie ich bereits gesagt habe, dass wir frühzeitig erkennen, wenn wir innerhalb des Haushaltes Verschiebungen vornehmen müssen. Das kann auch bedeuten, dass wir Projekte verschieben müssen. Dann gilt es, Prioritäten zu setzen. Gestatten Sie mir zum Abschluss noch einen ausdrücklichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Finanzen auszusprechen und natürlich an der Spitze Frau Möckel als Kämmerin. Und wünsche uns miteinander, dass wir jetzt fleißig an dem Entwurf in den nächsten Wochen und Monaten diskutieren und dass es uns gelingt, den gemeinschaftlichen Kraftakt für die nächsten 2 Jahre mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes für unsere Bürgerinnen und Bürger pünktlich in diesem Jahr, wie wir es uns im Zeitplan vorgenommen haben, zu verabschieden. Vielen Dank. Soweit zum Tagesordnungspunkt 2 des Oberbürgermeisters und Einbringung des Haushaltsentwurfs. Und